Ich bin heute sehr gerne an den Anlass gekommen, weil ich etwas mitverfolgen durfte, das man nicht alltag sieht, dass man so einen Bahnwagen anliefert und wieder ins Gleis hineinstellt. Das ist natürlich etwas, was alle Buben, die Kleinen und die Grossen, begeistern. Im Weiteren ist das Gelände ein Entwicklungsgebiet von der Gemeinde Chur. Das ist eigentlich ein schönes Zeichen, dass die Leute immer mehr wieder auf die schönen alten Industriegelände kommen können. Und ich glaube, der Bahnwagen macht auch einen guten Beitrag dazu, dass das Gelände nicht nur öffentlich zugänglich ist, sondern auch öffentlich genutzt wird. Und darum freue ich mich riesig und habe das genossen, heute dabei zu sein. Wir haben heute ein tolles Ereignis gehabt. Heute ist der 18. Dezember 2017. Wir haben heute Morgen von Olten einen Schwertransport gehabt, der 60 Tonnen schwer ist. Und ihr seht hier hinten den Eisenbahnwagen, der 26 Meter lang ist, steht jetzt auf dem Gleis. Ich möchte danken, dass alles gut gegangen ist. Ich möchte den Fahrern danken, dem OK-Team, der Gemeinde, der Papierfabrik, der Bauadex, dass alles gut gegangen ist. Und ja, ich hoffe, dass wir hier eine tolle Ambiance herbringen mit dem Eisenbahnwagen, mit Verbindung mit dem Lagerhaus, dem Projekt Lagerhaus und Bistro im und für Zug. Danke vielmals.